Ich habe da einen Chirurgen. Ist Türkis. Ja, Psychiatrie. Geld haben wir, das ist nicht das Problem. Aber wo bauen wir sie hin? Gehen wir wieder in die Ansicht hier. Ich würde ja einen Allgemeinmediziner gerne hier hinsetzen, ne? Dann bauen wir einfach die Bänke hier rüber. Ich habe keine Ahnung, was das wieder ist. Außer dass die mir hier auf den Boden pissen. Achso, den kann ich gar nicht löschen. Jahreszeitengemälde ist doch schon weg. Hast nicht anständig gelöscht, ne? So, dann gehen wir mal hier hin. Wir sind hier im diagnostischen Bereich. Ah, geht doch. Müssen wir mal gucken, was haben wir denn hier? Nix, ne? Dann machen wir hier auch wieder so einen Lesezirkel hin. Hier kann man ja auch diese Getränkeautomaten hinsetzen, wobei, da haben wir schon welche. Aber was willst du sonst hier hinmachen, ne? Das mit der Rasterung ist das gar nicht so schlecht. Das hilft einem doch ein bisschen. So, komm, dann geben wir mal eine schöne Blume. Dann bauen wir die hier hin. Dann nehmen wir mal einen Mülleimer. Komm, damit es grün ist, nehmen wir noch eine Blume. Hier passt noch eine Blume hin. Bücherregal. Wobei, das können wir doch auch hier dran setzen, ne? So. War das auch schön. Gucken wir mal. Hier nicht, hier nicht. Hier könnte die nächste Blume hin. Dann bauen wir hier doch einfach mal so ein paar Spaßartikel hin in Form eines Wahrsagers. Und hier unten ist bestimmt auch noch was. Trampolin oder sowas, weißt du? So, geht doch auch, ne? Ja, das geht alles. Grenzen wir das ein bisschen ab. Kommt hier noch so ein Bananentelefon hin oder so. Und noch ein Blümchen. Oder von mir aus hier sowas. Die ist ein bisschen groß, ne? Ja, also die Ecke ist auf jeden Fall schön grün. Was wollen wir mehr, ne?
Alles klar. Achso, richtig. Wir brauchten ja eine Psychiatrie. Da war doch was. Haben wir eine? 17.000. Naja, na gut. Die ist nicht so geil gebaut, ne? Klar. Dann nehmen wir doch so einen Mülleimer. Was haben wir denn hier? Die wir verwenden. Ja, es ist noch aus der Zeit, wo wir die normalen Mülleimer genommen haben. Aber wir nehmen ja heute die Biohazard-Mülleimer. So. Kriegt ja erstmal einen vernünftigen Stuhl. Nehmen wir uns einen Teppich. Ach, da ist ein Teppich. Ich kann ihn nicht sehen in der Einstellung. So, jetzt sehe ich ihn. Alles klar, da ist schon ein Teppich. Dann nehmen wir keinen Teppich. Was haben wir denn hier? Globus, verringert die Langeweile auch. Auch nicht schlecht, ne? So, hat ein Globuli und ein Schirmständer und ein Aquarium ist natürlich sehr teuer. Ne, das machen wir nicht. Ja, machen wir zur grünen Oase, wa? Oder wir könnten ja... Geht der diagnostische Roboter hier? Nee, ne? Sheet. Komm, tu das Ding mal weg. Erhöhen wir die Diagnostik- und Behandlungskompetenz. Ja, hier ist zweigleisig, weil ja hier behandelt und diagnostiziert wird. Machen wir das mal so. Klimaanlage haben wir. Ist hier eine Klimaanlage drin? Nee, ne? Die habe ich natürlich wieder vergessen, ist klar. Gut, aber sie passt dahin. Dann ziehen wir das einfach mal ein bisschen runter. So. Ja, das geht. Ich habe so das Gefühl, der macht einen auf Holz. Bin mir nicht ganz sicher, aber wäre so meine Vermutung. Draußen wollte ich was machen, ne? So. Gut, dann haben wir das nämlich auch. Krankenpfleger zur allgemeinen Diagnose, bitte. Bin ja mal gespannt, was da rauskommt. Abrundungstherapie. Also es gibt wirklich viele neue Krankheiten hier. Das ist schön. Irgendwo. Wir warten natürlich hier, bis wir aufgefordert werden, ne, sowas zu machen. Ich denke mal, Pinocchio hier, der wird Holz machen. Wir können vielleicht uns ja vorbereiten. Was ist denn Holzstation? Krankenpfleger. Ja, die haben ja relativ viel damit zu tun, ne? Die diagnostischen Einrichtungen reichen auch vorne und hinten nicht. Und nun ist es Zeit für einen Höreranruf. Und unser heutiges Thema lautet, oh, wie wundervoll, eine unmittelbar bevorstehende Veranstaltung einer Steinzeitsportart, die zweifellos bei unseren sämtlichen Hörern ein begeistertes Neandertaler-Grunzen auslösen dürfte. Mhm. Glücklicherweise haben die Fans des FC Two Point immer noch nicht herausgefunden, wie man ein Telefon bedient. Also lassen Sie uns stattdessen einfach eine Weile hier sitzen und die Stille genießen. Einverstanden?
Nee. Ja, ich kann da nicht mehr bauen. Das steht doch in keinem Verhältnis. Ich weiß, wir müssten, aber... Das ist halt, weil wir so schlechte Ärzte haben, ne? Weil die sind halt ein bisschen blöd und wissen nicht, wie man diagnostiziert. Wir bräuchten also wesentlich bessere Allgemeinmedizin, aber woher soll ich sie nehmen, ne? So, was können wir denn mal ausbilden? Wir haben ja ein bisschen Geld. Instandhaltungsdurchsage. Pflanzen benötigen Wasser. Ich hatte dich, glaube ich, für was anderes geplant, ne? Aber ist mir egal, komm. Wir brauchen Allgemeinmediziner. Wenn wir in 5 Tagen noch einen kriegen, den wir auch da reinsetzen könnten, das wäre cool. Der hier... Na, reizbar. Wir gucken mal, was kommt. Dann nehmen wir die und stecken die mit da rein. Dann haben wir nämlich schon mal 2 reine Allgemeinmediziner. Ja. Ein Arzt wird in der Arztpraxis benötigt. Habt ihr auch gerade das Gefühl, dass ich einen markanten Fehler gemacht habe? Nee, du solltest doch Psychologe werden. Oh. Kann ich den noch umorganisieren? Ja, ja, ich weiß, aber... Oh, Gott sei Dank. Das ging noch. Hätte ich jetzt aber Bockmist gebaut, wa? Weil wir brauchen noch einen Psychologen, Mensch. Wir können wieder arbeiten gehen. Nee, du bist... Wo ist denn... Du bist auch... Nee, du, genau. Rutschgefahr durch Erbrochenes. So, du sollst nur forschen. Ich will dich gar nicht woanders haben. Du kannst erstmal alles machen. Du kriegst gleich den Psychologen. Und du kannst auch erstmal alles machen. Keine Ahnung, was ich mit dir mache. Mein DNA können wir natürlich auch... gleich mal bauen, aber das kostet also viel Geld, ne? Und wir verdienen noch nicht so genug. Wir machen ja nur leichtes Plus. Ja, Pinocchio kackt. Hoffentlich keine Späne, die verstopfen doch alles. Hier ist schon der Erste, der sterben möchte. Wir haben aber doch eingestellt, dass Schnellbehandlungsentscheidung. Ja, ja, macht die auf jeden Fall. Ja, der Psychologe dauert noch ein bisschen. Aber das ist ja gewollt vom Spiel, also insofern. Ne? Wo gehst du gerade hin? Wenn ihr die Art von Menschen seid, die den ganzen Tag das Radio anlassen, dann herzlichen Glückwunsch. Ihr seid in Harrison Wolfs Stunde der Wahrheit geraten. Hier auf Radio 2Point. Ich werde versuchen, euch nicht zu sehr zu belästigen. Was kostet denn die Farbtherapie? Ja, die ist auch nicht so groß, ne? Scheiße, sie ist groß. Vier mal drei reicht aus.
So. Ja, bau erstmal rein. Wir brauchen ja noch ein Objekt. Und den können wir wieder zumachen. Weil dann wissen wir, wo wir die Türen bauen müssen. So. Jetzt gucken wir mal. Farbtherapie. Die latschen da drauf. Ne? Mindestens wie immer einen Feuerlöscher. Wir können es hier auch ruhig mal ein bisschen kühl machen. Es geht. Dann gucken wir mal nach einer kleinen Blume hier. Geht. Können wir eine Sonnenblume ja hier hinbauen. Alles klar. Hier an die Ecke kommt dann eben die Sitzgelegenheit. Dann fangen wir auch mal mit Sitzen an. So. Das Kaffee. Dann kommen die Entchen. Da, 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 da. Eine Uhr. Ist klar, da müssen wir nämlich, wenn die komplett ausgestattet sind, am Ende nur noch eben durch alle Räume durchgehen und da was rein, weiß ich, ne? Ne, das geht nicht, schade. Na gut. Aber dann stecken wir da einfach eine Pflanze hin. Die geht nicht? Die ging? Okay. Jo, wenn das so ist, dann wollen wir dem ja nicht im Wege stehen, ne? Warte mal, Farbtherapie. Na gut, das sind Behandlungsräume. Da wäre ja auch nicht schlecht, wenn wir da die Dinger mal wieder reinheften. Ne? Das mache ich ja so gerne. Wo ist denn Farbtherapie? Graue Anatomie, ne? Oh. Und weil das ja Farbtherapie ist, machen wir das so. Zufällig haben wir auch Stufe 4 erreicht. Dann haben wir das. Das ist halt immer nachteilig, wenn du dann ganz viele Behandlungsräume bauen musst. Dann ist natürlich das Geld schnell weg, ne? So. Wir merken ja auch schon, so langsam ist das Geld weg, ne? Die ersten Sachen kann man schon nicht mehr kaufen. Mülleimer hin. Hier noch was Grünes hin. Hier müssen noch Bilder an der Wand. Nehmen wir den Schönes hier. Das und bald wieder den Hund. Können wir hier noch ein Blümchen hinsetzen. Bisschen was zur Ablenkung. So. Dann ist hier wenigstens ein bisschen was los und sieht schön aus. Alles klar. Wir haben was vergessen. Aber wie konnte ich denn Konsole benötigen? Wie konnte ich den Raum denn abschließen ohne Konsole? Wie geht das denn? So. Gut, dass das Geld reichte.
7 Patienten mit grauer Anatomie, da werde ich ja nie schaffen.